Lieber Dirk, ich habe mir erlaubt, per Videobotschaft zu antworten, denn man kann so besser die Bilder im Kopf transportieren und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle gegenseitig miteinander vernetzen, deswegen auch eben diese Antwort, weil wir so bewusster werden. Du schreibst in deiner Facebook-Antwort zu diesem Bild zu dieser lustigen Animation, ich lese das kurz. Das ist mir zu schlicht gedacht. Vorweg will ich sagen, es ist egal, was du denkst oder was ich denke, sondern viel interessanter ist ja, was ist. Wie meine ich das? Wenn du dir den Dirk anschaust mit 10 Jahren, mit 15 Jahren, mit 25 Jahren, immer hatte der Dirk eine gewisse Vorstellung vom Leben. Und was eigentlich übrig geblieben ist von diesen Vorstellungen, ist ein ständiger Wandel, weil sich ja der Dirk ständig verändert hat. Und das, was er zum Beispiel mit 5 Jahren über Weihnachten dachte und mit 10 Jahren, mit 15 Jahren, mit 25 Jahren, das hat sich ja geändert. Und deswegen ist es nicht so interessant, über deine oder über meine Vorstellung zu reden, sondern ich finde es spannend, darüber zu reden, was ist. Und wir sprachen also darüber, ob die Sexualität, ob dieser Paarungstrieb die eigentliche Motivation für unser Handeln ist. Gegen Ende wirst du dann noch ein bisschen persönlich und meinst, okay, in deinem Fall mag ich mich irren. Ich nehme das jetzt einmal so hin, wobei ich auch sagen möchte, alles, was ich jetzt sage, das ist nicht persönlich gemeint, geht ja auch gar nicht, weil kenn dich nicht. Und wie gesagt, es geht mir nicht um deine Person, sondern es geht mir mehr um diese Vernetzung, um dass sich Menschen miteinander austauschen. Und ich werde vielleicht jetzt das Thema von der Sexualität einmal weglenken oder von unserem Paarungstrieb, weil ich möchte ein Bild malen. Und als Bild verwende ich jetzt die jetzige Situation der Asyl- oder Flüchtlingspolitik, Flüchtlingsproblematik, egal wie du das bezeichnen möchtest. Und ich male jetzt so eine Bewusstseinsreise auf und auf dieser Bewusstseinsreise abstrahiere ich zuerst einmal einen, nennen wir ihn Rechtsradikalen oder einen Nationalen, der also sagt, die Ausländer, die gehören raus, die Ausländer, weg damit, die Tschuschen, die Arschlöcher. Wieso macht er das? Macht er das, weil er so geboren wurde, im Sinne von, dass er als Baby schon auf die Welt kam und sozusagen gegen andere Menschen wetterte? Nein, dazu gibt es sehr schöne Studien, wo man kleinen Kindern, du kannst alles nachrecherchieren, wo man also kleinen Säuglingen, wo man untersucht hat, wie Menschen miteinander kooperieren. Und zwar hat man den kleinen Kindern Filme, Zeichentrickfilme zum Sehen gegeben. Und in diesen Zeichentrickfilmen gab es grüne und rote Männchen. Und einmal wollte das rote Männchen auf einen Berg hinauf und wurde vom Grünen runtergestoßen und dann wiederum umgekehrt. Man wollte hier einfach die Farben ausschließen, ob es irgendwas mit Farben zu tun hat. Und man gab dann diesen Kindern immer rotes und grünes Spielzeug. Und das Interessante war, immer diejenigen, die also unter Anführungszeichen böse waren und den anderen hinabgestoßen haben, die Farbe, dieses Spielzeug wurde von den Kindern gemieden. Und das zeigt uns sehr viel über unsere Natur, dass wir eigentlich in einem Miteinander einmal geboren werden und dann lernen wir halt durch Schule und ein Gegeneinander. Im Fall von, bleiben wir jetzt bei unserem rechten oder nationalen Freund, der ist wahrscheinlich in einer Gegend aufgewachsen, wo seine Eltern schon über Ausländer schimpften, wo dann seine Freunde und, wo man sich halt behaupten konnte, wenn man besonders so ein Arschloch der Ausländer, dem gehört dann in die Goschen gehabt, ja. Dadurch konnte man sich auszeichnen. Und wenn ich jetzt zu diesen Menschen hingehe und sage, du machst das alles deswegen, damit du unter deinesgleichen, unter deinen Freunden, unter deinen Freundinnen, unter den Mädels in der Disco und, damit du punktest, damit du
hervorstichst, dann wird er sagen, nein, so ein Blödsinn, Alter. Nein, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ja, obwohl er vielleicht selber arbeitslos ist. Das heißt, für ihn fühlt sich das, was er sagt, echt an. Der ist wirklich überzeugt, dass also die Ausländer ein Problem sind. Und wir gehen dann, wir halten uns nicht mit diesen Rechten auf, sondern wir gehen dann auf der Bewusstseinsleiter weiter und wir kommen zu einem Linken, zu einem, oder zu einem, egal wie du es nennen willst, zu einem Sozialen, zu einem Grünen, ja, es sind ja nur Bewusstseinszustände. Und der sagt uns, die Ausländer, die sind so super. Und ich war in einem Flüchtlingsheim und habe dort gearbeitet und habe dort mitgeholfen und, und. Und ich war dort, es war so, so wichtig, dieses Arbeiten. Man hilft ja Menschen und er posaunt das überall herum. Und du gibst ihm zu bedenken, dass er wahrscheinlich in einer Familie aufgewachsen ist, wo er nie Not gehabt hat, wo er viele Freiräume gehabt hat, wo er gut behütet aufgewachsen ist und dass er dadurch jetzt eben auch anderen helfen kann, weil man hilft meistens dann, wenn es einem selber gut geht, dann ist man auch bereit zu helfen, wenn es einem nicht so gut geht, dann schaut man mehr, dass man selber über Wasser bleibt und dann wird dieser Linke sagen, naja, ja, das kann natürlich sein und man kann mit ihm dann drüber reden. Und irgendwann kann man die Diskussion vielleicht auf einen Punkt bringen, dass man diesen Linken oder diesen Gutmenschen, man findet ja auch diese Abkürzung für solche Leute, wobei ich jetzt keine dieser Abkürzungen für gut oder schlecht empfinde, ich verwende sie einfach nur, damit wir uns Bilder erzeugen können. Und dass du dann irgendwann diesen Gutmenschen sagst, du, aber was ist eigentlich der eigentliche Trieb hinter diesen ganzen guten Aktionen? Könnte es sein, dass wir so uns mit anderen solidarisieren, dass wir uns so nicht so alleine fühlen, dass wir in unserem Umkreis, und du bist umgeben von Künstlern, von Schauspielern, von allen möglichen Menschen, dass es in deinem Umkreis, dass du so unbewusst bessere Chancen bekommst, bessere Chancen an Posten ranzukommen, an eine Freundin ranzukommen, an alles Mögliche ist. Man ist halt ein Gutmensch unter seinesgleichen. Dann wird dieser Gutmensch vielleicht sagen, das ist so ein Blödsinn. Das mache ich doch aus Nächstenliebe. Das mache ich doch aus Freude. Das mache ich doch, weil es mir gut tut. Und was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Rechten und dem Linken? Beide tun sie etwas, weil sie getrieben werden von einer Kraft. Wir haben diese Kraft noch nicht analysiert, aber die Ausprägung dieser Kraft ist völlig unterschiedlich. Das eine ist eher, ich würde sagen, menschenverachtender. Das andere ist zwar nicht menschenverachtend, helfen ist nicht verachtend, aber die Gefahr, dass wenn ich der Kraft nicht auf die Wurzeln komme, dass es dann, wenn es mir wieder schlecht geht, dass es dann in Menschenverachtung überschwappt, die ist recht groß. Und deswegen werden wir uns jetzt auch nicht aufhalten mit dem Linken, sondern wir gehen weiter. Und wir haben ja gesagt, wir sind auf einer Bewusstseinsreise. Und auf dieser Bewusstseinsreise merkt man ab einem gewissen Zustand, dass eben sowohl das Linke als auch das Rechte, das sind wieder nur Worthülsen, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, dass das eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Dass man also da getrieben ist von Kräften und man beginnt sich plötzlich über diese Kräfte Gedanken zu machen. Und man fragt sich, du, was ist denn das eigentlich? Ja? Wieso habe ich diese Tendenz, sozusagen mir einen Partner zu finden, nicht alleine zu sein? Wieso will ich mich unter Menschen begeben, was ist das? Und ich beginne den Content, einmal dieses Rechtsextreme und dann dieses Linksextreme loszulösen und komme so dieser Kraft immer näher. Und da gibt es auch wieder recht interessante embryologische, also Entwicklungsstudien, wo man sagt, könnte es sein, dass der Mensch in den letzten Monaten während seiner Geburt eine extreme Geborgenheit, ein Gefühl des Nicht-Alleine-Seins, ein Gefühl des Zusammenseins erlebt, fühlt und durch die Geburt dann wird er in eine Welt geschleudert, wo scheinbar alles außen passiert, nämlich
Er sieht außen, er hört draußen, er schmeckt, er riecht draußen. Und er versucht dann krampfhaft sein Leben lang wieder dieses Urgefühl der Geborgenheit zu erlangen, indem er halt verschiedenste Sachen anhäuft. Tätowierungen, Immobilien, Kohle und, und. Und jetzt frage ich dich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen all diesen Bewusstseinszuständen? Der erste, der versucht mit Gewalt zu punkten, der andere mit gut Mensch. Der dritte beginnt diese Kräfte abzuschälen und beginnt sie zu analysieren. Und jeden dieser Kräfte, wenn man ihm sagen würde, du machst das wegen dem oder dem, jeder würde sagen, das ist ein Blödsinn, und er würde tausend Argumente aufzählen, wieso er was macht. Und vielleicht erst bei dem dritten, also der sich vom Bewusstseinszustand her in der dritten Phase befindet, der wird vielleicht beginnen nachzudenken und wird sagen, ja, ist komisch, ja, was könnte das die Ursache dieser Kraft sein? Und wir halten uns jetzt auch nicht mit dem dritten auf, sondern wir gehen zu einer vierten Phase über. Und in dieser vierten Phase fühlt man dann plötzlich, dass man auch nicht diese Kraft ist, sondern dass man das Fühlen selbst ist. Man ist nicht das rechte Gedankengut, das ist nur Content. Man ist nicht das linke Gedankengut, das ist auch nur Content. Man ist auch nicht die Kraft, die da einen antreibt, weil man erkennt, dass die Ursache für die Kraft eine Illusion ist. Und man erkennt, dass man das Fühlen selber ist. Dazu haben viele Weltreligionen und Weltphilosophien verschiedene Sätze, die Buddhisten, wobei mir der Buddhismus nicht gefällt, weil er eine sehr blutrünstige Bewegung war und teilweise noch ist, aber die Buddhisten sagen, erkenne, dass du das Meer bist und nicht die Welle. Und was aber eint all diese Phasen? Es eint sie, dass es sich echt anfühlt. In jedem Bereich der Rechtsextreme, für den fühlt sich sein Leben urecht an. Den Linken, den Gutmenschen auch urecht an. Und es wird irrsinnig schwierig, den auf das Einfache, du hast gesagt, das Schlichte, zu überzeugen oder zu reduzieren. Und was haben wir aber gemacht auf dieser Bewusstseinsreise? Wir haben das ganze Komplizierte, den scheinbaren Content, haben wir abgeschält und sind an einen Punkt gekommen, wo man erkannt hat oder gefühlt hat, Herrst Hoppala, ich bin weder links noch rechts. Ich bin auch nicht die Angst oder eine Kraft, die mich treibt. Ich bin das Fühlen selber, die Veränderung selber. Und zwischen diesen Phasen, da liegen nur Freiräume, da liegt nur Zeit und auch Vernetzung, miteinander reden und, und. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Sexualität zurück. Jetzt kann ich mit diesem Bild vielleicht ein bisschen arbeiten. In jedem Zustand, in dem wir uns befinden, wenn wir eine Meinung vertreten, dann fühlt sich ja dieser Zustand echt an, weil sonst würden wir ihn ja nicht vertreten. Jedoch erleben wir ja, dass sich unsere Meinungen und diese Zustände immer wieder ändern. Indem wir uns vernetzen, werden wir bewusster. Und somit ist es gar nicht einmal so zielreich, über diese Zustände zu reden, weil ja, jetzt war ich mal rechts, dann war ich links. Was ändert es? Soll ich da ständig sozusagen Eat, Sleep, Repeat wiederholen? Sondern über das, was ist, zu reden. Und wenn ich jetzt zur Sexualität zurückkomme, ich habe das ja teilweise auch schon jetzt mit diesem Bild beantwortet, dass also der Urtrieb in uns ist, wir wollen Anerkennung, wir wollen dieses gute Gefühl wieder haben. Wir entwickeln da halt verschiedene Strategien. Der eine lässt sich tätowieren, der dritte am Bart wachsen, der andere wird Musiker und, um in unserem Mikrokosmos zu punkten, um Anerkennung zu bekommen. Und auf diesem Weg gehen wir nicht liebevoll mit uns um. Ich habe versucht, dir dieses Beispiel zu geben. Ich wohne in einem Bezirk, wo ihre Eltern die Kinder mit dicken Autos zum Kindergarten bringen und man muss sich fragen,
Wieso liebt ihr, oder wieso sagt ihr, ihr liebt eure Kinder, wenn ihr ein Auto fährt, das 30, 40 Liter verbraucht? Wäre doch viel gescheiter, ein Auto zu fahren, das viel weniger Ressourcen verbraucht. Oder hat es etwas mit Liebe zu tun, wenn sich der Partner oder der Mensch, wenn er sich einmal amüsiert oder wenn er sozusagen etwas machen will, was ihm gut tut, vielleicht auch mit einem anderen Menschen, sich sexuell austauschen, dass ich dann mit einem Kleinkrieg, Rosenkrieg, mit Eifersucht reagiere? Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Liebe würde ja bedeuten, es geht um den anderen. Ich stelle die Bedürfnisse des anderen über meine. So wie wir Liebe leben, geht es immer nur um uns selber. Solange du das machst, was uns taugt, was mir taugt, gebe ich dir Streicheleinheiten. Sobald es mir nicht mehr taugt, gebe ich dir Zuckerbrot und Peitsche. Die gleiche Politik, wir sehen es ja auch in der Politik, das gleiche haben wir dann in der Politik. Das heißt, solange die Verbündeten von den Amerikanern parieren, wird das gemacht, kriegen sie Lob. Sobald sie versuchen, ihre eigenen Wege zu gehen, dann gibt es Zuckerbrot und Peitsche. Das hat ja alles nichts mit Liebe zu tun. Das sind ganz einfache Geschäftsspiele, nenne ich das einmal. Und wir gehen das so weit, dass wir uns in diesen Geschäftsspielen so weit verstricken, dass wir das gar nicht mehr merken. Und da bin ich jetzt auch wieder bei der Ursache oder beim Grund dieses Videos. Der junge Mensch zwängt sich dann in Stilettos, lässt sich die Titten aufspritzen, die Lippen aufspitzen, ja, und behauptet, na, das mache ich für mich, was so schön ist, was mir gut tut. Bitte, würde man das alleine auf einer Insel machen? Würde man sich dort die Lippen aufspritzen? Würde man sich dann seinem Bart irgendwie da Zöpfchen machen und, und? Nein, das machen wir alles unbewusst, damit wir bessere Chancen bekommen. Und wenn wir dann darauf angesprochen werden, dann fühlt es sich häufig nicht gut an, weil wir dabei etwas ertappt werden, was wir im Innersten fühlen. Und dann wird man halt rebellisch oder persönlich. Wenn wir aber den Content abschälen und uns einfach nur Gedanken machen über das, was ist, dann wirst du draufkommen, dass die Urkraft unseres ganzen Antriebs der Mensch ist, die Gesellschaft. Der Mensch wird Mensch durch den Mensch. Damit möchte ich auch abschließen und sagen, das ist jetzt nichts Schlechtes an sich. Ich finde nur, es ist wichtig, dass es uns bewusst wird, dass dieses Bedürfnis, diese Anerkennung und der Liebe, dass das tief in uns verankert ist und dass wir das instinktiv suchen. Würden wir uns das nämlich eingestehen, dann könnten wir vielleicht den direkten Weg einschlagen. Das heißt, wir könnten direkt zu dem anderen gehen und sagen, du, es wäre schön, wenn ich dein Freund sein könnte oder wenn du mich liebst oder du, es wäre schön, mit dir Sex zu haben. Ich finde dich anziehend. Als diese ganzen Umwege, die wir machen, die dann zu Waffen, zu Kriegen und zu allen möglichen Dummheiten führen. Und vielleicht würde so eine Evolution statt einer Revolution eintreten. In diesem Sinne alles Liebe.